Ich sehe viermal Erfolg. Also das da oben ist Hagrim. Gegen Seraphim. Erfolg gegen Alof. Erfolg gegen Konstantin. Wo ist Xoti? Alof? Achso, Fehlschlag muss ich hier drüber. Heimlichkeit 10 gegen Xoti. Ja, okay, das ergibt Sinn. Als du dich dem Skelett näherst, kannst du eine Reihe an groben Dekorationsobjekten ausmachen, die von ihm herabhängen. Die wurden aus Holz und Gebein hergestellt und baumeln vom Maul der Rippen. Unter den Opfergaben im Mund findest du menschliche Überreste. Untersuchen wir die mal. Überleben, ja. Die Hufabdrücke mehrerer Wildschweine sind überall verteilt und überschneiden sich mit denen von Gestanden unterschiedlicher Größe. Die Leiche untersuchen. Die zerbrochenen Knochen sind offensichtliche Stichwunden, deuten darauf hin, dass dieser Mensch einen schmerzvollen Tod hatte. Die Leiche plündern. Ja. Die Taschen des Meisters auf den ersten Blick kaum mehr als ein Greifhaken und ein Stück Seil. Aber als du die falsche Rückseite öffnest, kommt eine Auswahl von sorgfältig zusammengepackten dürrwedischen Münzen zum Vorschein. Seil und Enterhaken, sehr viel Geld. Dekorationsobjekte untersuchen. Zunächst erinnerst dich die grobe, simple Form des Ornamenta an die Tumptems vom Wilden, aber einige filigrane Gravuren in den Knochen sprechen für die Kunst der Huana. Du entdeckst mehrere Götzen eines Gestandenen mit dem Kopf eines Wildschweins. Wegschleichen. Vorsichtig setzt du einen Fuß vor den anderen und bewegst die teils durch die dichte Dschungelvegetation. Du hörst ein leises Fluchen und drehst dich runterreich um, nur um festzustellen, dass Xoti sich mit deinem Arm und einer dornigen Ranke verfangen hat. Das Geklappere von Hufen durchdringt die suppige Luft. Auf beiden Seiten kommen gestandene Kunden auf dich zu, begleitet vom borstigen Wildschwein. Oh, die sind nicht freundlich. Yay. Dann kämpfen wir noch gegen die und machen dann unseren Cut. Außer sie lassen uns. Beweg dich nicht. Kampfwunden und Dekoration verzieren die kräftigen Arme des großen Mannes. Oh, der hat ein großes Wildschwein dabei. Return to your little boat, interloper. You do not belong on Kasuari. Zurück auf dein kleines Boot eindringling. Du gehörst nicht auf Kasuari. Seine Kameraden, ebenso gut bewaffnet und vernarbt, stehen lässig dem ihrem Wildschweingefährt. Ihre Augen sind auf dich gerichtet. You're not welcome here. Ja, du bist hier nicht willkommen. Die ungepflugte Norlianerin neben dir höhnt. Das Schildschwein an ihrer Seite wirft seinen Kopf zur Seite und wirbelt mit den Klauen Dreck auf. Turn back now and count yourself lucky you aren't already dead. Kehre jetzt sofort um und du kannst vom Glück reden, dass du nicht schon tot bist. Lass uns darüber reden, es gibt keinen Grund, warum das hier blutig werden sollte. Warte, ich glaube, wir haben einen gemeinsamen Freund. Zweifelhaft, er spuckt die Worte wie einen besonderen üblen Fluch aus. Den Weisheitszahnhalskette vorzeigen. Er hat mir die hier gegeben, erkennst du sie? He's a hard old bastard to please. Schön für dich, er ist recht schwer zufriedenzustellen. Konstantin reißt seinen Ellenbogen in deinen Bauch. Diplomacy doesn't count for shit on this island, but its people do respect power. Auf dieser Insel zieht die Diplomatie nicht, aber die Einwohner respektieren Macht. Er flüstert mit Absicht. Konstantin zuflüstern. Kannst du ihn mit Reden überzeugen? Du scheinst zu wissen, wie die Dinge hier laufen. I can try, but I can't see how it'll do much good. Ich kann es versuchen, aber ich glaube nicht, dass es viel bringen wird. Konstantin räuspert sich und wendet sich Etano zu, aber Etano unterbricht ihn, bevor er mehr sagen kann. So nice to see you again, Konstantin. So schön, dich wiederzusehen, Konstantin. Seine Lippen verziehen sich zu einem gemeinen Grinsen. Kann ich sagen, dass es mir eben so ginge? Glaubst du, ich lasse mir die Gelegenheit entgehen, einen Feigling wie dich zu töten, Konstantin? Er grinst und zeigt dabei all seine Zähne. Lass uns darüber reden.
Nein, Hitaru zückt seine Klinge und grinst. Der Geist von Matar manifestiert sich neben dir in einem Blitzstrahl. Sein plötzliches Erscheinen scheint vom vernarbten Amauner und seiner Truppe nicht bemerkt zu werden. Warum haben wir angehalten? Wir haben Einheimische getroffen, oder? Ich bezweifle, dass sie vernünftigen Argumenten zugänglich sein werden. Am besten tötet man sie, dann ist es vorbei. Ich gehöre ebenso auf diese Insel wie du. Lass mich durch. Ich werde sie nicht töten. Die Bedrohung der Willen sind mir nicht fremd. Ich suche sogar nach ihnen. Ich werde sie nicht töten. Skibal und Hateno sehen sich stirnrunzelnd an. Er scheint ein wenig seltsam. Vielleicht sollten wir ihn in Ruhe lassen. Umso mehr Grund sicherzustellen, dass dieser hier nicht mehr durch Kasuwari rennt. Ich gehöre ebenso auf diese Insel wie du. Lass mich durch. Glaubst du, er folgt Tomuwari, Hateno? Vielleicht haben ihm die Gesichter hergebracht. Was meinst du, Eindringling? Dringst du im Auftrag eines Gottes ein? Ich bin der Herold von Beraf, der Amauner schnaubt. Du scheinst diesen Ort überhaupt nicht zu verstehen. Das ist resourceful. That much is clear. But their worth, that I'll leave for Tuamuai to judge. Die hier sind einfallsreich, das ist klar, aber was sie wert sind, das soll Tomuwaru beurteilen. Pass then, but watch your back. Dann passiert, aber achtet auf das, was folgt. Hatanus, Gebär und der Rest der Truppe verschwinden mit einem Blätterraschen im Gebüsch. Das Gebär des Windscheins zögert noch einen Moment, blickt dich aus seinen Knopfaugen an, bevor sie in den Wald verschwindet. Gut. Hey, Watcher, I need to, be straight with you about something. Hey, Wächter, ich muss dir etwas sagen. I've been here before. Ich war schon einmal hier. This und? Place, it's not just an island full of crazy droids and giant boars. It's a competition. Dieser Ort, er ist nicht nur eine Insel voller verrückter Druiden und gigantischer Keiler, er ist auch ein Wettbewerb. There's an actual arena in the middle, but that's just where people congregate. The entire island is a trial. In der Mitte befindet sich sogar eine echte Arena, aber das ist nur der Platz, an dem sich die Leute versammeln. Die gesamte Insel ist sozusagen eine Arena. Es ist eine, in der ich bereits einmal gekämpft habe. Wie lange ist es her, dass du hier gekämpft hast? Und du hast in deinen Kämpfen gesiegt? Kannst du mir einen Vorgeschmack geben, was mir jetzt bevorsteht? Wir sollen uns auf den Weg machen. Wie lange hast du hier gekämpft? Ein paar Jahre? Als du mich auf Nekataka getroffen hast, hatte ich gerade eine lange Erholungspause hinter mir. Wake up, fight, sleep, every day for weeks. Ein solches Leben, aufwachen, kämpfen, schlafen, jeden Tag über Wochen hinweg, das nimmt dich wirklich mit. Maybe it took more out of me than I thought. Vielleicht hat es mich sogar mehr mitgenommen, als ich geglaubt habe. Hast du alleine gekämpft? You flatter me. Nah, I may be tough, but I'm not that tough. Ha, du schmeichelst mir. Nein, ich bin zwar stark, aber so stark auch wieder nicht. I had a crew. A group. Packs, they call them here. Something almost like a family. Ich hatte eine Mannschaft, eine Gruppe. Hier nennen sie das Meute. Es ist etwas ähnliches wie eine Familie. We worked well together, but you know how it is. Nothing good stays good forever. Wir haben gut zusammen abgearbeitet, aber du weißt ja, wie das ist. Nichts Gutes ist von Dauer. When I left, we went our separate ways. Nachdem ich die Mannschaft verlassen habe, sind wir alle unsere Wege gegangen. Habt ihr euch gestritten? Something like that. So ungefähr. We were doing pretty well in the contests. Not just winning, but winning handily. Dominated. Du musst wissen, wir haben uns in den Wettkämpfen wirklich gut geschlagen. Wir haben nicht nur gewonnen, sondern mit großem Vorsprung gesiegt. Wir haben die gesamten Kämpfe beherrscht. Something wasn't right. I just couldn't shake this feeling we were being played. Being used. And I didn't know what for. Aber irgendetwas hat nicht gestimmt. Ich konnte das Gefühl einfach nicht loswerden, dass jemand sein Spiel mit uns getrieben hat, als wären wir Marionetten, dass man uns einfach benutzt und ich wusste nicht wofür. Er zögert, um bedeutend fortzufahren. Als ich aufgegeben habe, ist meine Mannschaft durchgedreht. Wie kannst du bloß jetzt aufgeben? Wir haben doch schon fast gewonnen. Solche Sätze musste ich mir anhören. Aber ich musste mich auf mein Gefühl verlassen. Ich konnte doch schließlich nicht den Kampf und
nicht bei dem Kampf umkommen und meinem armen Papa allein lassen, richtig? I'm past the age of chasing glory, Watcher. Let me make a little coin, settle down somewhere with a view. Shit. Maybe I'll go back home to the Pearl Coast. Haven't been there in an age. Ich bin über das Alter längst hinaus, in dem man noch dem Ruhm nachjagt, Wächter. Wenn ich nur ein paar Münzen verdiene und mich irgendwo niederlassen kann, wo ich eine gute Aussicht genießen kann. Scheiße, vielleicht gehe ich sogar zurück nach Hause zur Perlenküste. Ich war seit ewigen Zeiten nicht mehr dort. Habt ihr euch gestritten? Something like that. So ungefähr. We were doing pretty well in the contests. Not just winning, but winning handily. Dominating. Du musst wissen, wir haben uns den Wettkämpfen wirklich gut geschlagen. Wir haben nicht nur gewonnen, sondern mit großem Vorsprung gesiegt. Wir haben die gesamten Kämpfe beherrscht. But something wasn't right. I just couldn't shake this feeling. Was ist passiert? Nothing. And that's just the thing. Folks were nice to us. Nein, nichts. Genau das ist es ja gerade. Die Leute waren nett zu uns. When I quit, my crew got mad. How can you give up? We're nearly there. That kind of stuff. I'm past the age of chasing glory, Watcher. Let me make a little coin, settle down somewhere with a... I'm standing here. Wait, I'm not dead, am I? Er zuckt mit den Achseln. Ich stehe hier. Warte mal, ich bin euch etwa tot? Ihn bedeutungsvoll anstarren? In meinen Augen siehst du absolut lebendig aus. Ihn bedeutungsvoll anstarren. Mit deinem Lachen, deiner Handbewegung wischt er deinen Blick beiseite. There's no surrender in the arena. You lose, you die. Keeps it simple. In der Arena gibt es kein Kapitulieren. Wenn du verlierst, stirbst du. Das war einfach die Dinge. You always take us to the nicest places, Watcher. Du bringst uns einfach immer an die verführerischen Orte, Wächter. I'm standing here. Had me worried for a second there. Puh, eine Sekunde habe ich mir wirklich Sorgen gemacht. Er atmet in einem übertriebenen Seufzer aus. There's no surrender in the arena. You always take us to the nicest places, Watcher. Kannst du mir einen Vorgeschmack geben, was mir jetzt bevorsteht? Can't say I know what'll happen till it's happening, but I'll tell you what I can when I can. Ich weiß ja nicht genau, was passieren wird, bis es tatsächlich passiert ist, aber ich kann dir verraten, was ich kann, wenn ich es kann. Er zuckt mit den Schultern, die breiten Pranken mit der Handfläche nach oben gerichtet. Anything more than that'll just be idle speculation, and that's not really my thing. Alles, was darüber hinausgeht, wäre pure Spekulation, da befasse ich mich normalerweise nicht. Ja, okay, wir sollten uns auf den Weg machen. Not a safe place to be standing around. Ja, das ist kein sicherer Ort, um lange zu verweilen. Er atmet tief ein und bewegt sich in Richtung des Waldrandes, mit denen die ganze Zuversicht teilt, die Blitterdecke wie ein Schiff die See teilt. Ich nehme mal an, dort im Norden irgendwo können wir es verlassen, aber ich will schnell sein Level abmachen. Findigkeit. Heimlichkeit erstmal. Ein Punkt. Wenn die Gesundheit des Baban auf Nilsin, der eine Nahkampfwaffe ausgerüstet hat, führt er sofort volle Angriffe auf jeden in Reichweite aus. Ich nehme euch mit, okay. Ja, nehmen wir das einfach mal, klingt lustig. Nächstes Level up. Ein Punkt in Überleben. Ein Punkt in Fingerfertigkeit. Zwei Punkte hier. Benommen machender Schrei. Nehmen wir das auf jeden Fall mal, weil das die letzte Stufe hier ist. Instrument der grenzenlosen Wut. Der Baba schleudert eine große, mit Wut erfüllte Waffe auf das Tier, die beim Aufpfeifen in einem Feuerball explodiert. Das Tier wird zu Boden geworfen, okay. Jetzt mal, wenn der Baba ein Ziel tötet, trägt ihm das die Chance ein, an Wut zu gewinnen, okay. Der Baba steht auf jeden ein, der ihm beim Nahkampf einen kritischen Treffer zufügt, okay. Erhöht eine Kraftstufe, ja, das ist sehr wichtig. Und das war's auch schon im Level Up. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle haben wir wieder mal ordentlich überzogen. Dann wird es jetzt halt, wenn ich aus dieser Aufnahmesession halt wieder 7 Folgen machen, die ein bisschen kürzer sind. Aber naja, so ist es dann nun mal. Das wäre jetzt dann LP068. Speichern. Und da sehen wir uns gleich wieder, Leute.